In Moskau also sollte es sich entscheiden. Kann Deutschland das Ticket zur WM 2010 in Südafrika bereits frühzeitig buchen? Güss Hiddink und Joachim Löw, freundliche Begrüßung zweier Kontrahenten. Fast 80.000 Zuschauer im Luschniki-Stadion, fünfmal so viele wollten Karten haben, um ihre Mannschaft, die Sponaja, zu unterstützen. Russland in Rot, ein Sieg musste her, um der Relegation aus dem Weg zu gehen. Gerschakow und René Adler, einer zum Warmmachen bei gerade mal 6 Grad an der Moskwa. Deutschlands erste zwingende Offensivaktion nach 10 Minuten. Schweinsteiger, technisch brillant gemacht. Podolski sucht den Abschluss, findet Özil. Özil, Podolski. Die mit dem Adler spielten mit. Freistoß auf der Gegenseite. Das ist Juri Tschirkow, Ballacks Mannschaftskollege von FC Chelsea. Der Mann ist Freistoß-Spezialist. Valery Tschirkow, das Netz zappelte, mehr aber auch nicht. Die Gastgeber mit mehr Spielanteilen und mit ihrem Superstar Andrei Aschavin. Bistrov hat alle Zeit der Welt, aber auch einen René Adler vor sich. Bistrov mit dem Tunnelversuch, den René Adler aber durchschaut hatte. Jogi Löw ein bisschen Entlastung täte Not, sollte er haben und sogar noch ein bisschen mehr. Die 34. Spielminute. Mesut Özil, was er da macht, ist Weltklasse. Was Podolski da macht, ist gut. Özil, Klose, 1-0, Deutschland. Eine Traumkombination ging all dem voraus. Özil so jung und schon so abgezockt, Klose im Fallen zur Führung. Tiefe Melancholie in Russland und die anderen, die dürfen sich freuen. Neben Stoiber übrigens ganz links Putin und Medvedev, die zwei ersten Männer des Staates mit wahrscheinlich fachkundigen Einlassungen. Deutschland jetzt vor dem Ende der ersten Hälfte das bessere Team. Debütant Jerome Boateng, Schweinsteiger, Podolski, eine 2-0-Führung, hätte für noch mehr Gelassenheit gesorgt, wäre aufgrund des Spielverlaufs aber nicht gerecht gewesen. Pause, Deutschland auf dem besten Wege nach Südafrika. Nur noch 45 Minuten trennten die DFB-Auswahl von diesem Ziel. Hälfte 2 mit der Devise, den Gegner erst einmal vom Tor weghalten, selber initiativ werden. Philipp Lahm mal wieder von links mit rechts, immerhin. Jogi Löw, der hätte fast gesessen. Russland erhöhte nun das Tempo. Klar, die mussten jetzt was machen. Gerschakow. Aschavin gegen Adler. Gerschakow. Adler und ein wenig Glück. Die Gründe, warum es zu diesem Zeitpunkt weiterhin 1-0 für Deutschland stand. Die Gastgeber jetzt mit ihrer besten Phase. Jetzt gelang es ihnen, die DFB-Auswahl hinten einzuschnüren. Bistrov. Der hat's. Das Auge für Aschavin. Aschavin. Adler. René Adler sammelte weiterhin Argumente dafür, dass er durchaus die Nummer 1 bei der WM werden könnte. Die Szene allerdings noch nicht vorbei. Erneut Bistrov. Russland spielte guten Fußball, doch in Sachen Chancenverwertung gibt's Nachholbedarf. Aschavin scheitert an Adler. Und in der Folgeszene macht es Bistrov zwar schön, aber mehr auch nicht. Ruhig bleiben, jetzt bloß nicht nervös werden. Der Kapitän Ballack schwörte sein Team noch einmal auf die letzten Minuten ein. Und die sollten noch mal problematisch werden. Die nächste Szene allerdings gehörte den Gästen. Ausgangspunkt mal wieder Mesut Özil. Ein eleganter Zweikämpfer mit Abschlussqualitäten. Perfekte Schusshaltung und am Ende dieser Aktion fehlten nur die berühmten Zentimeter. Wie gesagt, es sollte noch problematisch werden, weil nämlich Jerome Boateng in dieser Situation
gegen Bistroff zu spät kommt und der zu spät kommt, den bestraft nicht nur das Leben, sondern in diesem Fall auch Massimo Busacca aus der Schweiz. Boateng bei seinem Debüt mit der gelb-roten Karte bedacht, ein paar Tätschel einhalten und dann durfte der Hamburger das Spielfeld verlassen. An der Entscheidung gab's nichts zu deuteln. Mitte der zweiten Hälfte, Russland erhöhte den Druck. Aschavin. Bistroff Adler. Weiterhin die Nummer 1 von Bayer Leverkusen, ein Garant für das 1:0 bis zu diesem Zeitpunkt. Entlastung gab's wenig, doch dann diese Szene, Michael Ballack. Knapp vorbei am 2:0. Die deutsche Mannschaft in Unterzahl stand hinten einigermaßen sicher, doch in der 88. Minute hieß es nochmal kräftig durchschnauben. Denn hätte Schiedsrichter Busacca nach diesem Foul von Friedrich an Bistroff auf Strafstoß entschieden, niemand hätte sich beschweren dürfen. Elfmeter gibt's dann, wenn der Schiri pfeift, und dann pfiff er doch, und zwar um die Partie zwischen Deutschland und Russland zu Ende zu bringen. Und damit ist es jetzt amtlich. Deutschland hat sich für die Fußballweltmeisterschaft im nächsten Jahr in Südafrika qualifiziert. Und das bereits zum 17. Mal. Herzlichen Glückwunsch!